Der wird so gut reingehen. Nein! Jo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei No Fucks Given Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um den E91 Touring von unserem lieben Mike. E46 Mike heißt der Kollege auf Insta. Einige könnten ihn vielleicht schon kennen. War schon ein paar Mal hier in den Videos. War schon ein paar Mal in den Videos von Bus Company erwähnt worden. Und ja, seine neueste Errungenschaft ist ein E91 Touring mit einem Luftfahrwerk von Airlift, glaube ich, sogar ausgestattet. Und da haben wir uns gedacht, hey, wir machen uns mal einen richtigen Spaß draus. Denn was bestimmt viele von euch nicht wissen, die den 330 noch kennen, die Felgen habe ich noch. Das sind nämlich Work Wheels. Also wer Work nicht kennt, ein japanischer Felgenhersteller. Schmiedefelgen in 10,5x19 und 9,5x19, dem 5x120 Lochkreis. Also sehr extreme Maße. Und wir wollen mal probieren, ob die vielleicht unter die Karosse von dem E91 passen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben, wenn ihr die Idee feiert. Ich glaube, das könnte richtig lecker aussehen. Los geht's. So, Freunde, die Räder sind also im Auto, wie man sieht. Das sind aber auch Tonnen, ne? Schaut euch das mal an, was für Feuertonnen das sind. Ey, 10,5er. Da vorne sind die 9,5er. Die sind für die Front, die hier sind für hinten. Und wir werden die Räder jetzt mal da vorne rüberbringen und werden die Dinger mal abspritzen, weil die sind super staubig, liegen schon ein paar Jahre jetzt wieder rum. Ja, seit ihr den E46 quasi das letzte Mal gesehen habt in dem Video, seitdem liegen sie im Keller. Genau. Falls ihr nicht wisst, welches Video ich meine, ich pack's euch jetzt oben in die Infobox. Ja, Freunde, viel Spaß mit dem Video, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Ich werde jetzt die Felgen noch rüberpacken und dann werden wir die mal schön sauber machen, schön abspritzen. Das haben sie nämlich verdient. Nämlich richtig geile Teile. So, meine Freunde, also Räder sind sauber. Ihr habt sie empor und dreckig gesehen. Leider hatte ich keinen Felgenreiniger und ich habe nur 1 Euro reingeschmissen, weil wir ja heute nur mal testfitten wollen, wie die Räder passen. Und dasselbe Problem, wie ich damals auch schon mit den Felgen hatte, habe ich heute auch wieder gehabt. Und zwar, die Räder werden nicht richtig sauber. Ich glaube, das liegt an dem seidenmatten Finish. Also an jeden, der auf schwarze Felgen und auf seidenmatte Felgen steht, dem kann ich sehr davon abraten, weil ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass der Lack vielleicht schon oberflächlich beschädigt ist, sondern dass so ein Lack auch grundsätzlich sehr schwer von Dreck einfach zu reinigen ist und streifenfrei und so weiter, das hinzukriegen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Bin dann natürlich nie mit irgendwelchem säurehaltigen Felgenreiniger reingegangen, aber vielleicht sieht man hier auch diese Verfärbung und so, ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Hier sind sie auch nicht richtig sauber geworden, so in den Zwischenräumen, aber im Allgemeinen bin ich ganz zufrieden damit. Hier auf der, ich sehe gerade auf der Kamera, sieht das total. Boah, das sieht ja aus, als wäre das gar nicht konkav. Schaut mal so. Jetzt seht ihr, wie konkav die hier schon ist. Und das ist nur die 9,5er. Das hier sind die 10,5er. Aber die kommen auf der Kamera nicht so konkav rüber, wie sie in echt sind. Absolut nicht. Die sind so konkav. Schade, dass das nicht rüberkommt. Genau, also die Felgen sind jetzt trocken. Das bedeutet, wir laden sie wieder ins Auto und fahren zur Halle und treffen uns mit dem lieben Mike mit seinem E91 Touring und können die Räder mal ja, testfitten auf seiner Karre. Ich, ey, wenn die versenkt sind, ne? Freunde. Mindblowing. Ja, was kann ich noch zu japanischen Felgen sagen? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist eine Einteilerfelge und die ist geprüft mit dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißt, JVL, JWL Zulassung. Und es gibt TÜV-Prüfer, die dürfen solche Felgen eintragen, ne? Also ohne Teilegutachten. Natürlich müssen dafür, und das ist wichtig, die Originalmaße noch erkennbar sein. Also entweder in der Felge oder der originale Aufkleber von Work muss da drin sein. Da seht ihr quasi, dass das originale Workfelgen sind. Da stehen die Maße, das Herstellungsdatum und so weiter immer in den Innenbetten. Hier sieht man es auch schon, löst sich das schon sehr stark. Was vielleicht gar nicht schlecht ist. Vielleicht kriegt man die so heile runter und kann die mal neu pulvern oder so.
Genau, also da müssen Aufkleber, also die Maße müssen irgendwie noch erkennbar sein an den Felgen. Die dürfen natürlich, wenn es dreiteilige Felgen sind oder zweiteilige, auch nicht irgendwie umgebaut sein oder so. Sondern müssen schon noch den Maßen entsprechen, in denen sie auch geprüft worden sind. Und dann ist das theoretisch grundsätzlich immer möglich, solche Räder einzutragen. Grundsätzlich. Es gibt teilweise sogar Gutachten für die Dinger, auf jeden Fall Festigkeitsgutachten. Die Traglast der Räder ist aber auch immer eingegossen, also ich glaube, so ein Krampf, wie viele immer denken mit dem Eintragen, mit Workfelgen oder überhaupt japanischen Felgen, ist das eigentlich gar nicht. Ich denke, die JDM-Jungs unter euch und die Mädels natürlich auch, die werden euch da ein bisschen mehr erzählen können. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, falls da draußen jemand ist, der vielleicht seltene japanische Felgen fährt und sogar eingetragen bekommen hat, ja, gerne mal in die Kommentare reinhauen. Würde mich sehr interessieren, eure Story. Ja, wir werden jetzt zur Halle fahren, werden die Dinger testfitten. Ich habe richtig Bock, ich bin super gespannt. Mike müsste eigentlich schon da sein und wir düsen jetzt mal schnell zur Werkstatt. Meanwhile. So, Freunde, Felgen sind ausgeladen und hier ist Mike. Mike, willkommen zurück auf dem Kanal. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich würde sagen, ich mache mal das Tor auf und dann bringen wir den weg. Ja, wurde auf jeden Fall Zeit. Auf jeden Fall. Mike hat schon wieder so viele verschiedene Autos gehabt in der Zwischenzeit. Auf Boost Company, seinem Kanal, hat man es ja gesehen. Es waren nur 4 in der Zeit. Also. 4? Ich glaube schon. Also, das ist seine neueste Errungenschaft. Getauscht. 318D M-Paket ab Werk. Originales Airlift-Fahrwerk komplett drin. Also, ja, was soll ich sagen? Fahrwerk kostet schon 400.000 Euro. Eigentlich muss ich ablassen, ne? Eigentlich musst du mal ablassen, ja, dass die Leute mal checken, was abgeht. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer hier. Einmal die ganze Felge ist weggefressen, das sind auch schon 19 Zoll. Und dementsprechend hoch ist unsere Hoffnung, dass die 10,5 Felgen hinten gefressen werden von dem Kotflügel. Das wäre so geisteskrank. Wir werden heute einfach mal gucken, ob das passt. Also Mike ist sehr guter Dinge. Er sagt, er ist sich relativ sicher, dass es passen wird. Ich bin noch super am Zweifeln, weil ich gesehen habe, was sie mit dem E46 Kotflügel gemacht haben. Und Mike lacht schon. Ja, ich bin... Ja, wollen wir anfangen? Ich würde sagen, ja, ne? Wir legen los. Ich schwöre, in Bronze, so einer Farbe oder so Anthrazit, so ein etwas helleres Anthrazit, würden die viel besser kommen. Viel besser. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir bocken das Ding hoch. Nicht lang schnacken. Weil der Luftbike halt nicht nachgibt, ist es so wie bei den Leuten, die so auf Unterlegscheiben fahren in Amerika. Ja, es gibt Leute in Amerika, die fahren auf Unterlegscheiben, so ganz krasse Static Boys. Hockeypucks, ne? Ja, oder Hockeypucks, je nachdem. Also die, das sind genau die Leute, die dann stecken bleiben, wenn du das siehst. Das sind genau die. Oder die einfach nur springen. Ja, genau so ist das hier quasi auch. Natürlich nicht ganz so schlimm, aber wir sind da in der Luft und wir sind vorne auch schon in der Luft. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht ganz so sieht, aber ne, da hat sich nicht viel getan. Junge, halt, nein, ich habe... Nein, die ET-Maße sind perfekt. Guck mal hinten, die ET-Maße sind perfekt. Guck mal da, am Querlenker und so an der Krause. So was habe ich ja noch nie gesehen. Das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Der wird so gut reingehen. Nein! Wie geil sieht das aus? Bruder, wie geil sieht das aus? Digga, ich schwöre. Alter, was ist das denn? Was ist ich hab's dir das gesagt. Denn? Guck dir das an! Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ab E90 wären die Achsen breiter. Boah, ja. Freunde, das ist ja geisteskrank. Schaut euch das an, man sieht's gar nicht so richtig, weil die Felge so dunkel ist. Ey, jetzt stellt euch vor, dass... Alter, das auf Luft. Was ist Luft? Ich habe ein Mädchen kennengelernt und das hat einen Hut auf mit Luft drin. Soll das etwa heißen, sie wird aufgeblasen? Ich glaube schon. Aber Mike ist ja ohne Kaufabsichten hergefahren. Ja, ah, ja. Was willst du nochmal? Guter Preis, Freundschaftspreis. Ich habe noch so ein paar Tauschfelgen. Ey, wenn vorne jetzt auch noch passt, ne? Ja. Junge. Vorne kann auch ein bisschen Sturz gehen, ne? Ja, ey, vor allem das kriegst du ja sogar eingetragen. Das wäre ja wirklich eintragbar. Also die Felge wäre eintragbar und auch von der ET wäre es eintragbar. Ey, die passt perfekt. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir schmeißen die vordere auch mal drauf.
Ich glaube, jeder von uns ist gerade heiß, samt den Zuschauern, samt uns, dieses Auto abgelassen zu sehen. Weil der frisst ja die Felgen richtig. Also Freunde, wir swappen jetzt mal die 15er Platte hier drauf, weil hier sind jetzt gerade 20er. Und dann sieht es so aus, als wenn das passen könnte. Sehr sogar, also absolut, also hätte ich nie im Leben gedacht, dass ein E90 von Werk so eine breite Karosse hat und so schmale Achsen. Schade, dass keine Reifen drauf sind. Wirklich schade. Mhm. Also Freunde, wir haben jetzt eine 10er Platte drauf gemacht. Das ist zwar eine kaputte, aber das ist nicht so dramatisch, weil ist ja jetzt nur zum Stehen. Also wir haben jetzt wirklich mit einer 10er Platte haben wir wirklich Platz zum Federbein und wir haben auch Platz zum Kotflügel. So Freunde, ich glaube jeder von uns ist gerade gespannt darauf, wie die Räder auf diesem Auto gleich aussehen werden. Ja, wenn ihr auch gespannt seid, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen auf dem Video. Würde mich sehr freuen, ihr unterstützt euch uns immer wahnsinnig damit. Wahnsinnig. Das Auto sieht schon jetzt krank aus. Und ja, wir werden jetzt ein paar Bretter organisieren und das Auto erstmal runterlassen und dann natürlich auch ablassen. Ich meine, noch geht er ja nicht runter. Ja, das nicht, aber... Oh. Schön. Aber der Kunststoffrahmen. Sieht ja so schon geil aus. Also sieht im Video einfach aus, als hätte ich Reifen drin. Ja? Es sieht schon. Nein, so ist schon gut. Ja, also man könnte sie sogar static fahren, ne? Aber wenn man sich jetzt gleich vorstellt, was gleich passieren wird, vor allem hinten. Panik geschoben hier. Eins, das passt. Ich hätte nie gedacht, dass das passt, wirklich, weil ich halt weiß, wie massiv die unterm E46 ausgesehen haben. Also sie sahen halt, finde ich, auf dem E46 nicht gut aus. Ich hätte ja, halt Verbreiterung fahren müssen. Die Kante raus waren. No, God, please, no, no! Ja, komm, lass ab, oder? Ich kann nicht mehr warten. Ah, ich mach. Komm, mach. Junge, er geht auf Full Send. Junge, er geht auf Full Send. Alter! Nee, Bruder. Also, ich sag mal, da ist kein Platz mehr, um noch weiter rauszukommen, leider. Ne? Nee, weil er am Innenradhaus jetzt fast anliegt. So. Junge, sowas hab ich noch nie gesehen. Hast Platz, kannst weiter. Springt über die Rampe, weil er sich ein bisschen bewegt, aber... Geht? Bist du schon an? Ja. Das wirst du mir nicht glauben, oder? Das ist perfekt mit einer 10er-Platte. Ja, Freunde, also wir standen jetzt hier bestimmt schon eine halbe Stunde so rum. Wir haben uns das angeguckt. Und hier auf dem Video kommt es noch weniger rüber. Also auf Bildern kriegt man es ganz gut eingefangen mit einer guten Kamera. Aber so kommt es kaum rüber. Weil die Felgen sind halt wirklich, wirklich sehr konkav, ne? Jetzt sieht man's. Schau euch das mal an. Und die Felge ist halt einfach weg. Es sieht aus wie bei so einem 7er BMW. Diesen E38, wer das kennt, auf Luftfahrwerk. Der frisst ja auch immer die Felgen so weg. Das ist halt, also, das geht halt echt auf keine Kuhhaut, wie dieses Auto aussieht. Also meiner Meinung nach, ich hab's zu Mike auch schon gesagt, das ist bei weitem das geilste, was ich an Auto je gesehen habe, so. In der Konstellation mit dem Luftfahrwerk, mit dem wirklich schönen weißen Lack, den ganzen hochglänzenden schwarzen Akzenten und dann diese seidenmatt schwarzen super konkaven Workwheels drauf. Ist halt wirklich, wirklich krank. Schau dich das mal an. Felge ist einfach weg. Man sieht es halt einfach nicht auf der Kamera. Wir könnten hinten noch eine 5er Platte fahren. Ne? Hinten noch eine 5er? Ja, ne? Hinten wirklich noch eine 5er. Weil Platz haben wir, ne? Ja, wir haben Platz. Wo hier wird knapp. Freunde, das sieht einfach aus, als hätte man das mit so einer Handy-App. Kennt ihr diese Handy-App, womit man sein Auto tiefer legen kann? Als hätte man das damit editiert. Original. Es sieht einfach nicht aus, als wenn das möglich wäre und als wenn das echt ist. Und diese 19 Zoll Felgen, die waren so groß auf meinem E46, das weiß ich noch, das waren riesige Felgen. Und auf diesem E90 wirken sie einfach von der Größe her perfekt. Also 20 Zoll würde ich auf dem Auto definitiv nicht fahren. 19 Zoll ist wirklich die... Also die Größe. Die Größe für dieses Auto. Es gibt aber viele, die 20 Zoll fahren. Echt, ja? 90, ja. Aber ich finde das schöner. Ja. Also ich finde es sehr, sehr schön. Groß, ne? Ja, also es ist genau wie bei E36 18 Zoll. Sieht auch gut aus, aber 17 Zoll ist halt irgendwie so der way to go. So. Und das ist beim E90 halt einfach eine 19 Zoll Felge, meiner Meinung nach. Das ist halt nicht von dieser Welt, dieses Auto.
Ja, Freunde, ich würde sagen, ich kann nichts mehr sagen. Mir fehlen echt die Worte. Ja, zieht es euch nochmal rein und sprechen wir gleich nochmal. Ich sage. Ihr seid zurück, wir auch, und das Auto steht natürlich immer noch auf den Felgen, weil wir uns seit anderthalb Stunden oder so nicht satt sehen können an der Kiste. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Felgen geil aussehen, dann bitte einmal liken, kommentieren, was ihr davon haltet und den Typen da voll spammen, weil er ist sich unschlüssig, nicht weil es nicht geil aussieht, sondern weil er das Auto vielleicht wieder verkaufen will. Was hast du gesagt? Ich habe genug Autos, ja. Er hat genug Autos, ja, er hat quasi schon einen Stance-Auto, er hat einen Daily, eigentlich ist das Auto so ein bisschen über. Dann wird zwischengerutscht, ja. Genau, zwischengerutscht, ja, das stimmt, ist halt wirklich, ne? Das ist so ein ungewolltes Kind. Aber für ein ungewolltes Kind ist es hübsch geworden. Ja. Also meistens ungewollte Kinder, die sehen dann auch danach aus, dass sie ungewollt waren. Ne? Und egal, das Auto sieht einfach so krank aus. Ich schwöre, Freunde, ich habe schon viel gesehen, auch an Stance und so weiter. Und das ist in meiner Top 10, sage ich offen und ehrlich. Das ist einfach in meiner Top 10. Und ja, ich wünschte, ihr wärt hier, ihr könnt es live sehen. Wir versuchen euch natürlich immer mit der Kamera so gut es geht mitzunehmen. Aber auf der Kamera kommt es ist schon geil rüber, aber nicht im Ansatz so krass wie das hier. Also spammt den Jungen voll, dass er zumindest zum Racism mit diesen Felgen fahren soll. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir fahren zusammen zum Racism. Vielleicht sind ja auch von euch einige da, gerne mal kommentieren, dass er zumindest die da vor Ort draufschraubt oder keine Ahnung. Also das wäre so krank. Du fährst ja mit dem Caddy, ne? Ich fahre mit dem Caddy. Maxi und so fahren bei mir mit. Ach was. Ja, ja. Sonst würde ich die Felgen bei dir reinschmeißen. Ach so, und wo soll mein Gepäck hin? Und das bei mir rein. Ja, okay, können wir so machen, mir ist egal. Hol Reifen dafür, mir ist scheißegal. 2,35 für vorne habe ich noch gute. Hab ich auch noch. Du brauchst nur 2,65, 30 für hinten. Kriegen wir hin. Ja, Freunde, seid auf jeden Fall gespannt, vor allem auch auf den Reisevlog vom Racism. Das ist ja noch ein paar Tage hin, das ist Ende August. Also seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall liken, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Freunde, wir, Mike und ich, freuen uns drauf. Tschüssi. Peace out.